Ich bin also vorwiegend in meiner Arbeit mit dem Zusammenleben zwischen Menschen beschäftigt und den Veränderungen, die sich dabei ergeben. Und mein Ziel ist es, gesellschaftliche Veränderungen und Veränderungen im Zusammenleben zu verstehen, um sie dann gemeinsam mit meinen Projektpartnern entsprechend gestalten zu können. Die Stadt Dornbirn hat ein neues Leitbild zum Zusammenleben in der Stadt und in diesem Leitbild sind zwei Kernziele verankert: zum einen Chancengerechtigkeit fördern und zum anderen Zusammenhalt stärken. Die offene Jugendarbeit Dornbirn in Person von Martin Hagen ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich die Arbeit der offenen Jugendarbeit im Hinblick auf diese Leitziele der Stadt Dornbirn analysieren kann, also was ihre Arbeit konkret an Wirkungen zum Erreichen dieser Leitziele, Chancengerechtigkeit fördern und Zusammenhalt stärken, beiträgt. Wir haben uns die offene Jugendarbeit dann aus zwei Perspektiven angeschaut. Die eine Perspektive war, welche Funktionen übernimmt die offene Jugendarbeit in der Landschaft der Einrichtungen im Bereich Jugendarbeit. Und da hat sich eben gezeigt, dass die offene Jugendarbeit ein Kompetenzort für den Umgang mit Diversität bei Jugendlichen ist. Das bedeutet, dass die offene Jugendarbeit Dornbirn seit vielen Jahren schon mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Jugendlichen zusammenarbeitet, es ihnen offensichtlich sehr, sehr gut gelingt, unterschiedliche Jugendgruppen anzusprechen. Und das ist deswegen möglich, weil sie hier konsequent zielgruppen- und ressourcenorientiert arbeiten. Das bedeutet, dass sie sich immer in die Perspektive der Jugendlichen versetzen und deren Bedürfnisse wahrnehmen und auf Basis von diesen Bedürfnissen dann eben auch die Beziehung und den Kontakt zu den Jugendlichen aufbauen. Und dabei entsteht dann eben eine Haltung, die ich als diversitätsorientiert bezeichne. Und damit verbunden ist dann eben auch diese Kompetenz der Jugendarbeit in Dornbirn, dass sie es schafft, mit unterschiedlichen Jugendlichen gut zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Potenzial, das dann auch für andere Einrichtungen nutzbar werden kann. Jugendliche, die in der Schule oft einen schweren Stand hatten, oder auch Jugendliche, die aus Familien stammen, die zugewandert sind oder die geflüchtet sind. Diese Jugendlichen nehmen diese Angebote in der offenen Jugendarbeit als zweite Chance wahr, als Möglichkeit, ihre Potenziale zu entfalten. Und sie sind dafür durch die Bank sehr dankbar. Im Sinne von, sie verstehen, dass ihnen hier etwas geboten wird, das ihnen weiterhilft, einen positiven Lebensweg einschlagen zu können, das ihnen hilft, auch anschlussfähig zu werden in Aus- und Weiterbildung. Und dementsprechend gibt es bei den Jugendlichen durch die Bank eine hohe Zufriedenheit, aber auch eine große Wertschätzung gegenüber den Angeboten der offenen Jugendarbeit Dornbirn. Es gibt viele Dinge, die einzigartig sind, aber ein ganz spezieller Punkt ist die Möglichkeit, als Jugendlicher Informelles mit formellem Lernen zu verknüpfen. Das bedeutet, dass Jugendliche in der offenen Jugendarbeit Dornbirn zum Beispiel am Vormittag im Hauptschulabschlusskursprogramm sitzen, am Nachmittag im Arbeitsprojekt Job Ahoi tätig sind und am Abend ihre Freizeit dort verbringen. Das heißt, Jugendliche verbringen mehr oder weniger den ganzen Tag in der offenen Jugendarbeit Dornbirn und erwerben dort in unterschiedlichsten Settings dann eben auch unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in der Schule, am Arbeitsmarkt verwerten können. Das ist das, was wir in der Forschung als transferable, also transferierbare Skills und Fertigkeiten bezeichnen. Und das Spannende dabei ist, dass eben informelles Lernen in der Freizeit mit formalem Lernen im Hinblick auf Schulabschluss und Arbeitsmarktpositionierung verknüpft wird. Das ist das, was wir in der Forschung als Ganztagsbildungskonzept bezeichnen. Das wird hier sehr locker, sehr leicht sozusagen in einem zielgruppenaffinen Raum umgesetzt. Das bedeutet, dass die Jugendlichen sich dort wohlfühlen, dass sie sich anerkannt fühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und dass sie gerne kommen. Und die Jugendlichen selbst beschreiben das auch aus ihrer Sicht als zweite Chance, als Möglichkeit, Dinge nachzuholen, die sie vorher vielleicht versäumt haben, um dann eben auch einen positiven
Weg einzuschlagen in Richtung Aus- und Weiterbildung. An dem Projekt haben mich mehrere Dinge fasziniert. Zum einen einmal die Qualität und die Kompetenz der Arbeit, die in der offenen Jugendarbeit Dornbirn geleistet wird, einmal im Hinblick auf zentrale Ziele der Gesellschaft zu reflektieren. Das ist aus soziologischer Sicht wichtig und sinnvoll. Wir machen oft heute ein Projekt nach dem anderen, ohne uns zu überlegen, was tragen denn die einzelnen Projekte auch zu großen Zielen von gesellschaftlicher Entwicklung bei. Das haben wir hier erstmalig in dieser umfassenden Form leisten können, dass wir die Arbeit auch im Hinblick auf zentrale Entwicklungsziele der Gesellschaft reflektiert haben. Das scheint mir sinnvoll und wichtig zu sein. Das hat mich sehr interessiert. Zum anderen hat mich dieser Aspekt der zielgruppennahen, diversitätsorientierten Jugendarbeit sehr interessiert, weil wir haben ja in den Schulen und auch in anderen Einrichtungen unserer Gesellschaft oft das Problem, dass bestimmte Jugendliche und Jugendgruppen wenig bis gar nicht erreicht werden. Diese werden dann oft in der offenen Jugendarbeit besonders stark erreicht und mich hat interessiert, wieso ist das der Fall? Also wieso erreicht die offene Jugendarbeit hier offensichtlich Zielgruppen, die andere weniger bzw. schlechter erreichen? Und das hat offensichtlich viel mit Haltung, mit Einstellung zu tun, die diese Jugendarbeiter ihren Jugendlichen gegenüber leben. Und das ist schon eine Möglichkeit, wo wir auch als Gesellschaft, würde ich sagen, einen Profit daraus ziehen können, indem wir eben auch hier von der Jugendarbeit lernen können.